Ja, hier haben wir eine typische Rechnung, die Schüler im Mathematikunterricht berechnen sollen. Eigentlich ist es keine schwierige Aufgabe, die Zahlen sind relativ klein. Das Problem ist aber, dass einige Schüler es nicht schaffen, sich zu verinnerlichen, was man bei der Reihenfolge dieser Rechnung zu beachten hat. Eine übliche Regel, die gelernt wird, ist Punkt-vor-Strich-Rechnung. Allerdings geht es noch ein bisschen weiter. Ich muss mal sagen, hoch vor Punkt vor Strichrechnung und die Klammern darf man ja auch nicht vergessen. Dass einfach einige schaffen, sich das nicht richtig vorzustellen oder beziehungsweise es richtig erkennen können, hat Ulrich Kortenkamp, Professor für Mathematikdidaktik, etwas entwickelt, und zwar nannte er es Klammergebirge. Die Idee war es unter anderem eben so zu machen, dass man zum Beispiel mit Legosteinen, wie hier gezeigt, die Rechnung verdeutlicht. Und durch diese Erhöhung mit den Klammern hat man Rechnungen, die ganz oben stehen. Und diese Rechnungen, die ganz oben stehen, haben eine höhere Priorität. Das heißt, man muss das, was am höchsten steht, also zuerst rechnen. Diese Idee hat mir ganz gut gefallen, einfach der Visualisierung und der Handhabbarkeit. Allerdings sind Legosteine, die man dann beklebt, doch relativ teuer, vor allem wenn man es für mehrere Schüler haben will. Also Alternative, einfach diese Symbole hier auf Kärtchen drucken. Die Schüler können es für sich ausschneiden und jeder hat dann sein eigenes Set. Wie könnte man das jetzt nun anwenden? Da an dem Beispiel, das ich gerade gezeigt habe. Ich habe hier auf der linken Seite zunächst mal die Bilder. Diese Bilder bekommen die Schüler auf einer Seite ausgedruckt und schneiden die für sich aus und können sie dann für sich verwenden. Sollten das vielleicht zum Beispiel im Briefumschlag oder im kleinen Tütchen sammeln. Nun ist die Idee, dass quasi diese Rechnung hier mit Hilfe der Kärtchen nachgelegt wird. Ich ziehe mal hier so ein Kärtchen mit einer 2 rüber. Was zu beachten ist, dass hier ein Pfeil ist. Dieser Pfeil soll unter anderem andeuten, dass ich also immer von links nach rechts rechne. Das gilt ja dann, wenn ich nicht eine Rechnung habe, wie zum Beispiel ein Mal, die einen Vorrang hat. Aber generell gilt die Regel von links nach rechts. Und das soll eben mit dem Pfeil verdeutlicht werden. Gleichzeitig hilft der Pfeil oder die Pfeile, die noch kommen, auch die Höhe festzulegen. Das kommt dann aber noch bei den Klammern. So, mal 3, da habe ich hier ein Kärtchen. Dieses Malkärtchen hat oder ist ein bisschen höher. Die Bedeutung zeige ich gleich dann noch. So, ich lege das jetzt mal gerade nach, indem ich da schnell das Ganze rausziehe. So, hier jetzt zu beachten, innerhalb der Klammer geht es etwas hoch. So, und nochmal 2 und Klammer zu. So, jetzt zeigt sich so ein bisschen das Problem, dass die ein bisschen groß sind. Ist aber nicht so dramatisch. Das kann ich auch über den Rand stehen lassen. So, das ist jetzt die gesamte Rechnung. Man kann sich vorstellen, dass man zum Beispiel Schülern das Ganze hier vormacht und man könnte das natürlich zum Beispiel auf Folie ausdrucken. Oder etwa eben also auch tatsächlich auf so einer Tafelsoftware, wie ich hier verwende, die Tafelsoftware Active Inspire von Promethean. Ich denke, mit der Software von der Konkurrenz wird das genauso gehen. So,
Schauen wir zunächst mal diesen Term an. Hier gibt es einige Rechnungen, die herausstehen, wie zum Beispiel das Mal und das Hoch. Und natürlich die Klammern, die stehen über alle Rechnungen hinauf. Nun ist es so, dass die Priorität sich daraus ergibt, was am höchsten ist. Jetzt habe ich hier zum Beispiel natürlich die Klammer, die steht am höchsten raus, also müsste ich die zuerst rechnen. Und in der Klammer habe ich ja nochmal hier die Malrechnung, die hier quasi heraussteht. Und deshalb werde ich das hier zuerst rechnen. Der Vorteil jetzt hier an der TAF-Software ist, ich kann mir das Ganze kopieren und duplizieren. Jetzt rechne ich also dieses hier zuerst. 3 mal 2 gibt zusammen 6. Dann ersetze ich diese Rechnung durch das Ergebnis und rücke das Ganze ran. So. Was muss als nächstes gerechnet werden? Die nächsthöhere Rechnung, also die höchste Priorität, hat jetzt, wenn man hier schaut, die 2 plus 6. Also muss ich als nächstes 2 plus 6 rechnen. Ich kopiere das Ganze nochmal und habe es dann hier. Ich rechne 2 plus 6. Das gibt zusammen 8. So, jetzt steht in der Klammer nichts mehr, außer diese eine Zahl. Und wenn keine Rechnung mehr drin steht, dann kann ich die Klammern auch weglassen. Jetzt kopiere ich diese Rechnung nochmal, weil eben nicht alles hier drauf passt und gehe auf die nächste Seite. Ups. Und wenn nichts mehr hier drin ist in der Klammer, kann ich das also auch weglassen und die Zahl 8 hier ransetzen. So, weiter geht's. Ich kopiere das Ganze wieder und überlege mir, welche Rechnung kommt als nächstes dran. Am höchsten steht hier das Hoch hinaus. Das heißt, ich muss als nächstes diese Hochrechnung 4 hoch 2 durchführen. 4 hoch 2, also 4 mal 4, ist ja 16. Also führe ich die als nächstes durch. Ich entferne sie und setze die Zahl 16 hier rein und schiebe das hier direkt nochmal dran. Nächste Rechnung, hoch heraus steht diese Mal und dieses geteilt. Jetzt kann ich entweder sagen, ich rechne von vorne nach hinten oder vielleicht auch, wenn die Schüler eben es gewohnt sind und schon öfters gemacht haben, sage ich, kann beide gleichzeitig rechnen. Denn jede Rechnung, die für sich heraussteht, kann einzeln gerechnet werden. Das ist natürlich tatsächlich auch hier schon der Fall. Das heißt, ich kann hier das hochrechnen, weil es heraussteht. Die Rechnung hier nebendran ist niedriger. Und auch dieses hier kann ich auch schon berechnen. Denn sie steht über oder neben den anderen Rechnungen hier anschließend heraus. Das darf ich natürlich nicht rechnen. 2 durch, weil die Klammer ja noch höher ist. Machen wir es erstmal langsam. Ich schiebe das gerade noch ein bisschen nach oben. Kopiere es mir nochmal und ersetze zunächst mal, vielleicht nochmal alles ein bisschen mehr nach oben schieben. Und ersetze diese 2 mal 3 durch die Zahl 6. Dann geht es weiter. 6 plus 16 darf ich ja noch nicht rechnen, weil hier nebendran eine höhere Rechnung ist. Also muss ich 16 durch 8 rechnen. 16 durch 8 ergibt 2. Ich ersetze die Rechnung. Ja, und das Endergebnis, das gleiche Zeichen ist jetzt eigentlich hier nicht dafür gedacht, aber das Endergebnis ist dann eben 8. So, und die Idee ist halt, dass die Schüler sich das vielleicht
nach und nach zusammenlegen und dann jeweils abschreiben. Da die Schüler wahrscheinlich nicht so viele Kärtchen auf einmal haben, wäre es eventuell sinnvoll, dass sie zwischendurch also die oberen Zeilen wieder abbauen und das dann entsprechend aufschreiben. Der Gedanke hierhinter ist also wirklich vor allem, die Schüler sollen es wahrnehmen, sie sollen es sehen, welche Rechnung die höchste Priorität hat. Das sehen sie hier eben dadurch, dass es am höchsten herausragt. Es ist natürlich wirklich so, dass jetzt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, es relativ langsam ist, weil es Rechnungen gibt, die ich nebenbei auch rechnen könnte. Aber man kann sicherlich erstmal anfangen und ganz einfach banal von oben nach unten rechnen. Und mit etwas Übung und wenn die Grundlagen soweit verstanden sind, kann man dann natürlich immer noch mal drauf eingehen und überlegen, die Rechnung, die ich hier unten jetzt durchführe, etwa zum Beispiel 2 mal 3 oder 4 hoch 2, die ist die ganze Zeit unverändert, also hätte ich sie durchaus auch schon hier oben berechnen können. Diese Idee mit den Klammergebirgen und Rechenhügeln lässt sich auch noch in anderen Situationen anwenden, nämlich zum Beispiel auch für das Auflösen von Gleichungen. Dazu gibt es aber einen anderen Film. Auf dem, wo haben wir es denn? Hier auf dem ZumWiki. Oder auf dem ZumWiki finden Sie noch mehr Informationen und Beispiele. Und es wird hier auch Vorlagen geben zum Ausdrucken dieser entsprechenden Kärtchen, beziehungsweise Open Office oder LibreOffice-Dateien, die Sie auch nach eigenen Ideen dann gegebenenfalls anpassen können.